Depression entwickelt sich schon seit einigen Jahren zu einer der am weitesten verbreiteten Volkskrankheiten in den westlichen Industrieländern. Im Jahr 2020 werden Depressionen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein, in den Industrieländern sogar die häufigste. Bundesweit zeigen 4 Millionen Menschen die typischen Anzeichen einer depressiven Störung. In Rheinland-Pfalz sind das etwa 200.000 Menschen, wenn man das runterbricht auf die Einwohnerzahlen. Und wir haben in dieser Stadt Mainz nahezu 10.000 Menschen, die von Depressionen betroffen sind, obwohl wir alle wissen, das sind alles Schätzzahlen, weil die Dunkelziffer halt so groß liegt. Als ich vor 4 Jahren hier nach Mainz kam, war schon durch meine Prägung in der Freiburger Klinik im Hinterkopf der Gedanke fest, da ein Bündnis gegen Depressionen zu gründen. Aber wie es dann immer so ist, bei einem Neuanfang und einer Neuaufbau einer Klinik standen erstmal andere Themen eher auf der Tagesordnung. Ein Bündnis gegen Depression ist nur möglich, wenn Vertreter aus ganz verschiedenen Berufsgruppen dabei sind. Das ist keine Veranstaltung der Universitätsmedizin, sondern ein gemeinsames Bündnis von allen möglichen Berufsgruppen, die hier auch im Gemeindepsychiatrischen Verbund aktiv sind. Und so bin ich froh, dass im Vorstand neben meinen Kollegen Manfred Beutel und Michael Huss auch Frau Zindorf ist vom Landesverband der Angehörigen psychischer Kranker in Rheinland-Pfalz und Herr Storck von der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen. Und viele Leute glauben, dass es diese Krankheit eigentlich überhaupt nicht gibt, dass das eine Willensschwäche ist oder ein Rentenbegehren, oder andere sind der Meinung, einmal depressiv, immer depressiv, man ist verloren. Und das Wissen ist wirklich erstaunlich gering. Die WHO hat vor, ich glaube, 20 Jahren festgelegt, dass man einheitliche Kriterien haben sollte. Und diese Kriterien sind allgemein in der Welt anerkannt und bedeuten, dass es 3 Kernsymptome gibt. Das heißt, die niedergeschlagene depressive Stimmung, der Verlust des Interesses an dem, was man normalerweise gerne tut, an seinen Hobbys, an seiner Familie, seiner Arbeit und ein schwer verminderter Antrieb, morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommen, alles einem unglaublich schwerfällt. Und in einer Stadt wie Mainz, eben wie in Freiburg, heißt es, dass am heutigen Tage 12.000 Menschen die WHO-Kriterien einer Depression erfüllen. Das ist keine Seltenheitskrankheit mehr, sondern ist eine wirkliche Volkskrankheit, über die man intensiv reden muss und mit der man sich auseinandersetzen muss. Als ich die Folie das erste Mal selber sah, war ich sehr erstaunt, dass mehr Menschen an Suizid versterben als durch Drogen im Verkehr, durch Mord oder an einer HIV-Erkrankung zusammen, nämlich im letzten Jahr 9.600. Wenn man überlegt, wie gleichzeitig andere Todesursachen in der Öffentlichkeit präsent sind, man denke an Kampagnen zur Prävention von Verkehrstoten, an große Schilder an der Autobahn oder an ganze Tage zum Thema HIV-AIDS jedes Jahr im Dezember, dann wird doch das Thema Suizidalität ja stiefmütterlich behandelt, nach wie vor. Hier sind verschiedene Studien zusammengefasst, die nochmal zeigen, warum nicht jeder der Betroffenen auch eine wirksame Therapie erhält. Es gibt verschiedene Spielräume in der Versorgung. Man kann auch von Defiziten sprechen, die eben dafür verantwortlich sind, dass trotz wirksamer Therapien, wie ich bereits sagte, nicht jeder Betroffene auch diese erhält. Also man kann von der Psychiatrie allgemein so genauso wenig reden wie von der inneren Medizin oder der Chirurgie. Es gibt da auch verschiedene Strömungen. Unser primäres Ziel ist es natürlich, den Patienten da wieder hinzuführen, wo er hin möchte oder wo er sich in gesunden Zustand sieht. Deswegen sagen wir, dass die Therapie effizient gestaltet werden muss. Und wir raten den Patienten ab, während einer schweren Depression oder allgemein während einer Depression weitreichende Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und eine schwere Depression hat, sagen wir, bis die Depression abgeklungen ist, treffen Sie bitte keine Entscheidung bezüglich Ihres Arbeitsplatzes oder bezüglich Ihrer Beziehung, weil man dann oft sieht, dass die Patienten, die eine Besserung erfahren, diese Entscheidungen im Nachhinein bereuen. In meinem Beruf als Rheumatologe, in meiner Hauptberufstätigkeit, habe ich viele Patienten gesehen, die furchtbare Schmerzen des Bewegungsapparats hatten, die keiner verstehen konnte, die keine entzündlichen rheumatischen Erkrankungen hatten, aber Schmerzen überall und die ganz hilflos durch die Welt irrten. Das, was Sie sicher schon gehört haben, es gibt diese sogenannte Fibromyalgie. Und diese Erkrankung hat mich dann doch sehr nachdenklich gestimmt und
meine psychotherapeutischen Kenntnisse haben mir geholfen, diese Patienten besser zu verstehen, ihnen ihren Schmerz zu lassen, aber auch ihnen das Angebot zu machen, dass die Seele wehtun könnte und leider das Problem bestünde, dass man die Seele auf der Röntgenaufnahme nicht sehen könne. Und als Organmediziner wurde es mir recht deutlich, dass wir viele Erkrankungen wie hoher Blutdruck, Zuckererkrankung oder Herzinfarkte nur dann effektiv behandeln können, wenn wir auch begreifen, dass der Mensch eine Seele hat, die bei diesen Erkrankungen eine wesentliche Rolle spielt. Ihr Ehemann war an der Depression erkrankt, es geht ihm jetzt wieder sehr gut. Was hat denn so am meisten Ihrem Mann geholfen an Therapien? Es hat ihm, muss ich sagen, zuerst grundsätzlich die medikamentöse Therapie geholfen. Er war so tief verstrickt in seine Leidensgeschichte, dass die Gespräche einen Tag angehalten haben und am nächsten Tag schon, Es nutzt ja alles nichts. Und erst die Medikamente haben den Durchbruch geschafft, dass er wieder überhaupt mal denken konnte, dass er was annehmen konnte, mal zuhören konnte. Mhm. Und dann haben natürlich auch, als die Medikamente gegriffen haben, auch die Gespräche dann genutzt. In unserer Gruppe, die ich zweimal im Monat anbiete, kommen ganz viele Angehörige, die stark belastet sind. Und das ist der Ort, wo sie sich aussprechen können, ausweinen, sie Informationen bekommen. Und ich versuche immer, den Angehörigen beizustehen, weil das ist ein ganz schlimmes Schicksal, was die Angehörigen da trifft, weil sie müssen das alle sehr mittragen, weil es doch vielfältige Probleme auch gibt. Und wenn man kleine Kinder hat und der Partner ist erkrankt oder auch die Mutter erkrankt, das ist ja auch nochmal ein schweres Schicksal, das ist schon schlimm. Und in den 25 Jahren, da bin ich auch ganz stolz drauf, konnte ich ganz viele Menschen begleiten und helfen. Ich denke, was man in den letzten Jahren aber dazugelernt hat, ist, dass wenn man die Kombination hat aus einer schweren körperlichen Erkrankung und einer depressiven Erkrankung, beeinträchtigt das natürlich die Lebensqualität, aber auch die Lebenserwartung. Also das weiß man beispielsweise nach einem Herzinfarkt, ist eine unerkannte, unbehandelte Depression, natürlich verkürzt die Lebenserwartung. Womit wir uns jetzt auch mit der Gutenberg-Herz-Studie zum Beispiel auch beschäftigen, ist die Frage, inwieweit führen Depressionen dazu, dass jemand überhaupt eine körperliche Erkrankung entwickelt, aus der Gesundheit heraus. Und der Kollege Berger hat ja vorhin auch schon einige Punkte angesprochen, dass Depressionen natürlich auch mit gesundheitsschädlichem Verhalten einhergehen. Sie hatten vorhin das Beispiel mit dem Rauchen, mit dem Alkoholkonsum, man könnte Bewegungsmangel, Übergewicht dazu nehmen. Also es gibt ja eine vielfältige Wechselwirkung mit Risikofaktoren für körperliche Erkrankungen. Vorhin auch bei den Folien von Frau Heinz war das Thema Therapie-Compliance, Therapie-Adherenz. Sie ist natürlich auch durch die Depression häufig beeinträchtigt. Und man weiß inzwischen auch, dass es eine ganze Reihe auch biologischer Wege gibt. Also mit einer Depression stellt ja einen enormen Stress dar. Also wir haben überschießende Stressreaktionen, wir haben eine Dysbalance vom autonomen Nervensystem, immunologische Reaktionen, Entzündungsreaktionen bis hin zu Veränderungen an den Gefäßen. Und das sind natürlich alles doch sehr massive Risikofaktoren, die erklären, warum eine chronische, unbehandelte Depression doch auch ein erhöhtes Risiko, auch beispielsweise eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in sich trägt. Ja, es gibt im Grunde genommen zwei ganz wichtige Gründe, weshalb ich heute Abend hier bin. Der erste Grund ist der, dass ich das Thema Depression oder Erkrankungen dieser Art eben auch mittransportieren möchte in unsere Behörde. Es ist immerhin eine Behörde mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind, wie wir so oft sagen, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Das heißt, alle Probleme und damit eben auch alle Krankheiten und sonstige Dinge, die wir aus der Gesellschaft kennen, treffen uns natürlich ganz genauso. Das heißt also, Informationen zu transportieren an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie erkenne ich Depressionen? Wie gehe ich damit um? Wo bekomme ich Rat und Unterstützung? Das ist das eine. Das andere, das ist jetzt durch die Vorredner auch schon deutlich geworden, ist es für mich als Behördenleiter natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die Information an unsere Einsatzkräfte,
auch kommen, die draußen Tag und Nacht rund um die Uhr mit allen möglichen Lebenssituationen und allem, was draußen passiert, konfrontiert werden und ihnen Handlungssicherheit möglichst zu vermitteln über Fachleute, die zu uns kommen, die uns beraten, die uns unterstützen, damit eben draußen der Polizeibeamte weiß, wie er einen Menschen möglicherweise an einer Depression erkrankt, nicht behandeln soll, aber ansprechen kann, wie er damit umgehen soll. Was unser Fach wirklich auch sehr schwierig macht oder was es für unser Fach schwierig macht, ist, dass die Depressionen im Kindes- und Jugendalter noch nicht so klassisch sind, wie wir das jetzt von Herrn Berger oder von anderen Referenten hier gehört haben. Das ist schon schwer genug, das im Erwachsenenalter zu erkennen. Aber Kinder und Jugendliche kommen oft eher gereizt, aggressiv, dysphorisch, pubertär, ganz stark mit Aufmerksamkeitsproblemen zu uns. Und auf den ersten Blick sieht das fast wie so ein ADHS aus, ja, unruhig, gereizt, kann sich nicht mehr konzentrieren. Und da ist es eben extrem wichtig, dass wir die Emotionalität der Kinder im Auge haben und dann eben auch richtig diagnostizieren und behandeln. Und was meine persönliche Vision ist an dieses Bündnis, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass dieser eine Ursachenfaktor frühe Traumatisierung bei Kindern, von denen wir sicher empirisch wissen, dass es das Risiko für die Depression im Erwachsenenalter dramatisch ansteigen lässt, dass wir da einen bescheidenen Beitrag leisten können, diesen Risikofaktor frühzeitig zu minimieren. Professor Berger hat ja vorhin gesagt, es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten. Die sind besonders dann gut, wenn die Welt nicht zusammengebrochen ist. Aber häufig ist sie zusammengebrochen oder scheint zumindest zusammengebrochen zu sein. Das heißt, der Arbeitsplatz ist verloren gegangen. Die Dinge des täglichen Lebens sind nicht mehr leistbar oder Teile davon nicht mehr leistbar. Soziale Isolation. Und das sind Dinge, da kann die Klinik wenig helfen, muss sie ja auch nicht, denn es gibt auch hier in Mainz einen gemeindepsychiatrischen Verbund, hat nichts mit Kirche zu tun, sondern mit der Gemeinde, in der wir leben. Und dort gibt es eine ganze Reihe von Anbietern und wir sind einer dazu, die genau diese Hilfen auch anbieten. Also Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, die gerade auch den Angehörigen viel abnehmen können, wenn es um die Dinge des täglichen Lebens geht. Ganz wichtiger Faktor ist, denke ich, gerade bei uns auch Arbeit, wir haben es vorhin gesehen, Stress, aber vielleicht kann man ja Arbeitsverhältnisse oder sinnvolle Tätigkeiten schaffen, die mit weniger Stress verbunden sind, aber all die positiven Aspekte von Arbeit noch haben. Anerkannt werden, was leisten, Kontakte haben, auf Chef schimpfen können. Also solche Angebote im Bereich des Alltagslebens, der Arbeit, aber dann auch hin wieder zur beruflichen Rehabilitation. Das sind die Angebote, die unterschiedlichsten Träger hier in Mainz anbieten. Bisschen paradox, es wäre ja schön, wir wären alle arbeitslos, weil es soll ja gar nicht so weit kommen, dass die Welt zusammenbricht und daran wollen wir ein bisschen mitwirken.